Hallöchen, willkommen bei meinem Video über die Langzeitprojekte, die ich hier in diesem Jahr gestartet habe. Und ich habe mir ja für jeden Monat, lose ich ja dann aus, ein Langzeitprojekt. Und ich muss euch sagen, mir ist was ganz Schreckliches passiert. Und zwar habe ich das jetzt mit dem Tablet hinbekommen. So sieht das Bild dann aus. Aber ich habe die alte Datei gelöscht. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche ich alle schon gestickt habe. Ich habe zwar schon ein bisschen probiert, hier rumzumoschen, aber dadurch waren ja auch meine ganzen Ergebnisse. Jetzt habe ich 2300, aber es fehlen ja noch so viele. Und dafür habe ich jetzt keinen Nerv, die alle nachzuzählen und dann allmählich abzustreichen. Ich habe dann hier am Rand versucht weiter zu sticken. Die Seite ist hier praktisch so, aber ich, nee, jedes Mal, wenn ich mir das jetzt nehme, ja, dann bin ich total verzweifelt. Und also, wenn ich dann später mal alle nachgezeichnet habe, beziehungsweise abgezeichnet habe, die ich schon hier gestickt habe, dann werde ich dann auf das, hoffentlich auf die 5.000 Euro, ja. Sie haben 5.000 Euro gewonnen. Nein, auf die 5.000 Stiche kommen. Mir fehlt hier dieses komplette, nee, ich habe gesagt, Schluss aus. Das hat mich jedes Mal so genervt, dass ich dann gesagt habe, nee, das breche ich jetzt ab. Und wir schauen mal, was ich heute ziehe. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um, ja, für das andere Projekt. Oh, Weltreise. Na, das hört sich doch gut an, Weltreise, oder? Weltreise hört sich gut an. Ich zeige euch das mal auf dem Pattern Keeper. Auf den Pattern Keeper. So, und ich hole jetzt in der Zwischenzeit mal die Weltreise raus. Hier hatte ich mir das mal ausgedruckt, damit ich das auch sehen kann. Das ist es nicht. Ich habe hier eine extra Schublade nur für die Heaven and Earth Designs. Hier ist es. Das hatte ich übrigens mitgehabt zur Messe in Hannover, um mal zu zeigen, wie weit ich gekommen bin. Und hier ist das Ergebnis. Ein bisschen sieht man schon von der Tänzerin, von der indischen Tänzerin. Und ich zeige euch das mal in diesem Abschnitt. Das ist praktisch, hier ist Seite 1 zu Ende. Und ich wollte dann auf Seite 2 weiter. Hier ist die Tänzerin und dann geht es weiter auf Seite 2 und hoffe doch, dass ich dann zu der Moschee komme. Na? Ein bisschen, ja, jetzt also durchs Dings sehe ich das und hier fange ich dann wirklich an, systematisch von oben nach unten abzuarbeiten. Ich zeige euch das nochmal im Pattern Keeper, was ich schon geschafft habe. Ja, hier sieht man es auch schon schön. Und im Pattern Keeper sind ja die Seiten angezeigt. Hier hört die Seite 1 auf. Seite 2, 3, ist gar nicht breit. Hier oben habe ich auch schon etliches gestickt von Seite 2.
Ja, so, jetzt habe ich die Seite 2 eingestellt und dann geht es hier oben systematisch weiter und dann nach unten, um, na, dass ich dann die Faden auch parken kann. Ja, das werde ich dann in den Q-Snip spannen. Ich hoffe, das passt rein oben. Wenn nicht, muss ich erstmal oben ein bisschen sticken. Und und nehme dann auch gleich alles hier mit. Wartet mal, ich setze euch mal runter. Dann will ich auch gleich alles mitnehmen, was jetzt hier weiß ist und was, dass ich wenigstens die erste Seite habe. So, wie viel haben wir denn? 9.006 Stiche oder Kreuze? 2,2% von 406.500. Ja, dann hole ich mal mein Stickbuch. Dann muss ich das nämlich eintragen, dass ich jetzt praktisch im Mai, Juni, sage ich mal, da habe ich auch ein bisschen Zeit. Hier habe ich meine ganzen Projekte. Oh, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Ja, es ist noch viel, 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 viel zu stecken. Ganz viel. Ach, der Menschen, das habe ich auch noch. Seht ihr? In der Wasserwelt. Ach so. Bücherregal, Gecko, Jolis, die Pritsch, Temperaturbaum. Gecko Rouge 2, Sea Opal, Oldtimer, die kosmischen Bubbles, Mandala. Ha, ich weiß gar nicht, wo das Bild ist. Angefangen am 2.7. Mandalas. Na, da muss ich mal gucken. Weltreise. Ich hatte im Januar 23 angefangen mit 8.253 Stiche. Also das war im Januar, wo ich es fotografiert hatte und habe zwischendurch mal auch wieder dran gearbeitet. Und das muss ich mir jetzt aufschreiben, damit ich die 2.000 Stiche schaffe. Das hatte ich mir ja vorgenommen, weil es so viel hier. Weil es so viel. Schalte das WLAN ein und stelle eine Verbindung mit einem Netzwerk her. Nein, möchte ich nicht. So. Und dann habe ich hier. Ach, hier steht es ja schon drin. 8.253 im Januar. So, plus 2.000 Stiche sind dann 10.200, 10.300. Na, mal gucken. Vielleicht schaffe ich auch ein bisschen mehr, weil ich ja jetzt ein bisschen Zeit gespart habe. Und ja, lasst euch überraschen, ob ich noch ein Stück mit mir gleich anschließe oder das Video dann beende. Wir sticken heute hier an dem Bild weiter, was ich ausgelost habe. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Vorschau. Ja, wir sind jetzt hier links oben. Das ist eine Seite und bis hier unten ist die zweite Seite. Dann kommt die dritte Seite und die vierte Seite. Also ich habe jetzt vier Seiten offen. Und ja. Und habe schon versucht, so ein bisschen zu sticken.
Sorry. Hier, das müsste hier müsste dann der Ballon rankommen. Und ich habe mir diesmal ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich alle, wartet, dass ich alle freien Kästchen, alle, die ich noch nicht erstickt habe, das ist alles, was weiß ist. Hier ist die erste Seite vorbei und hier ist die zweite Seite vorbei und alles, was ihr praktisch jetzt seht als weiß, das ist dann, was ich noch sticken muss. Und ich sticke mit euch heute die 3858. Das ist ein Braun. Das habe ich geparkt, weil ich habe hier ganz viele Fäden geparkt. Ich habe gestern Abend gestickt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Manchmal ein Stich nur, zwei Stiche und ja, und dann habe ich gesagt, hier 10er mache ich voll und dann gehe ich weiter nach unten. Hier fehlen noch zweie und das sieht man dann auch viel besser, wenn das alles schön vollgestickt ist. Also das wird jetzt mein Ziel werden. Ich hatte ja gesagt, ich sticke 2000 Stiche jetzt im Juni und wenn ich das schaffe, dann noch eine Nadel holen. Dann bin ich ganz froh und wenn ich mehr schaffe, dann bin ich noch froher. Dann bin ich fröhlich. So, und zwar habe ich hier den Faden hier geparkt. Das ist der braune Faden. Da gibt es eine ganze Menge, was ich jetzt absticken kann mit euch. Denn ich möchte jetzt hier nicht in dem Video ein Kreuz und dann wieder neu einfädeln. Das wollte ich eigentlich nicht machen. So, ich zeige euch das mal. Hier habe ich geparkt und ihr seht ja hier schon, ne? Ein Stern und eine, zwei, aber dann kann ich ja weiter runter gehen. Also das ist Konfetti pur. Ja. So, mein Kaffee ist auch wieder da. Und dann werden wir mal anfangen. Das ist noch ziemlich weit oben. Da hatte ich auch ganz schöne Schwierigkeiten mit dem Q-Snap. Ich bin dann froh, wenn ich das ein bisschen weiter höher einspannen kann. Aber ich musste jetzt erstmal den Rand sticken. So. Und vor allen Dingen der Stickständer ist ja jetzt hier auch mit dabei. Ganz doll am Rand. Also muss ich wirklich jetzt probieren, hier schnell damit fertig zu werden, damit ich. Oh, das war jetzt Sturm. Sturm im Wind. Ja, das ist wieder zu dicht dran. Ich muss mal sehen, dass ich die Kamera ein bisschen höher schalten machen kann. Und dann hole ich euch runter. Ja, naja, es ist ja fast perfekt eingestellt. Na, das ist ein ziemlich langer Faden. Ich habe noch so viel Garn. Jedes Mal, wenn ich das Garn von diesem Bild vorhole, da denke ich immer, oh je, da hast du ja echt noch zu tun.
Ich möchte endlich was Schönes sehen hier. So, die ersten vier habe ich. Dann gehe ich wieder zurück. Oh, so nicht zurück. Hat er ausgeschalten. Jetzt. Der Stoff ist 18 Count von Heaven and Earth, falls jemand neu zugeschalten hat. Aber ich hatte das ja alles in dem ersten Teil schon gesagt. Ich möchte gern hier 2000 Stiche schaffen. Sind ganz viele Farben. Ganz, ganz, ganz viele. Und dieses Set von Heaven and Earth habe ich mir komplett gekauft. Das heißt mit Garn. Und ja, das wird wohl ein Lebenswerk werden. Ich hatte mal ausgerechnet, wenn ich jeden Tag 100 Stiche machen würde, müsste ich 10 Jahre, glaube, bräuchte ich dann. So, jetzt geht es hier wieder weiter runter. Aber es ist wunderbar bunt und also das macht echt Spaß. Ich zeige euch mal einen so einen Strang. Das ist so eine laminierte Karte. Hier sind Ringe dran und an den Ringen ist das Garn dran. Ja, wenn ich damit fertig bin, werde ich die Ringe auch behalten. Das ist nämlich wirklich wunderschön. Abstreichen darf ich nicht vergessen. Ich habe jetzt schon 9.719 Stiche insgesamt drauf. Nähkreuze. Und ja. Und da habe doch schon ganze 2,39% geschafft. 2,39%. Das macht echt Spaß, das zu lesen. Wie gesagt, ich mache das wirklich konsequent jetzt alle Stiche zu, damit ich ja das Gesamtbild besser sehe, sagen wir es mal so. Na, als wenn jetzt hier überall Kästchen noch offen sind. Das macht dann keinen Spaß. Sich das anzuschauen, weil es ja nicht vollständig ist. Und ich habe hier oben schon fast geschafft. Hier diese ganze ist schon vollständig zu. Das ist natürlich oben der Himmel, wo man ja auch nicht viel sieht. Jetzt gehe ich wieder runter. Und kann wieder durchstecken. Aber dieses Bild ist so bunt. Das ist so schön, wenn man wirklich, egal wo man anfängt, auch wieder weiter zu sticken. Es ist immer eine andere Farbe.
Jetzt müsste theoretisch, wenn ich richtig geguckt habe, hier in diesem Gebiet der Ballon kommen. Das wäre ja auch schon mal eine feine Sache, wenn man den vollständig sieht. Und ich habe auf der ersten Seite praktisch oben links noch viel nachzuholen. Das kommt dann immer Schritt für Schritt, geht das dann weiter. Hier unten beim Ende des Zehnerkästchens hier unten, da höre ich dann auch auf und parke dann den Faden und mache dann nicht weiter. Sonst verzettle ich mich wieder. Weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wenn man dann wirklich rigoros dann aufhört und dann wieder an einem neuen Faden weiter wieder lang runter geht, dann ja, dann schafft man mehr. So, eins freilassen. Ich hatte den Küssnip an meiner Couch, aber geht nicht. Geht wirklich nicht. Wieder eins freilassen. Da ist die Couch schon breit. Also da, wo man den Arm drauflegt und kommt zwar von der Größe hier hin, aber die Couch ist auch sehr tief und deshalb sitzt sich das dann mit dem Kussnip nicht so günstig. Mit dem Kussnip, ja. Mit dem Stickständer und dem Kussnip. Wenn ich dann fertig bin mit dem Bild, dann mache ich den Kussnap natürlich wieder raus. Und ja, dann kann sich der Stoff erstmal wieder erholen. Und den habe ich so zusammengesteckt, dass es von der Breite her schön breit ist, aber von der Höhe nicht, damit ich noch runterfassen kann. Ja, und da sitze ich dann jeden Abend und sage dann immer einen Faden oder zwei Fäden, je nachdem, wie viel ich halt Zeit habe, wieder zu sticken. Vor allen Dingen die ganzen Lücken mal aufzufüllen. Das wäre jetzt noch mein riesengroßer Traum. So, dann geht's weiter. Hier. Der Stoff war auch dazu. Das ist ja dieser. Oh ja, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Der vorgezeichnet ist. Evenweave. Naja, jedenfalls ist es vorgezeichneter Stoff. Und das ist jetzt praktisch mein Langzeitprojekt für den Monat. Und wenn ich damit fertig bin, dann wird das nächste Bild ausgelost. Eins, zwei, eins freilassen. Und dann arbeite ich an dem nächsten Bild. Das Bild liegt auch auf meiner Couch fertig gleich, damit ich nur noch zugreifen muss. Das macht sich immer günstig. So, jetzt gehe ich eins runter. Eins freilassen. Ja, eins freilassen. Dann eins runter. So, jetzt werde ich euch gleich mal zeigen, was ich hier meine mit dem, dass ich hier aufhöre.
Jetzt ist nämlich gleich das Zehnerkästchen hier unten. Hier ist Schluss. Der Strich gehört schon wieder zu dem nächsten. Oh, da muss ich auch jedes Mal wieder von neuem nachdenken, wie das war. So. Jetzt ist hier unten erstmal Schluss. Jetzt lege ich mal den Faden rüber. Und dann kann ich noch eins freilassen. Genau. Hier noch zwei Stiche und dann lege ich den Faden wieder, dann parke ich den. Das zeige ich euch gleich mal mit dem Q-Snip. Was habe ich denn immer mit dem Q-Snip? Mit dem Tablet, mit dem Pattern Keeper. Wie ich das meine. Wäre hier kein Zeichen mehr gewesen, dann hätte ich natürlich den Faden vernäht, eins freilassen und dann haben wir hier noch eins. So, jetzt zeige ich euch das mal noch. Ich gehe mal weiter raus. So, das habe ich jetzt alles geschafft. Das ist jetzt hier praktisch dieses Zehnerkästchen. Jetzt geht es hier unten weiter, aber weil es ja ein neues Kästchen ist, sage ich dann hier, Stift einstellen, hier mehr und parke an dieser Ecke. Ja, und wenn es dann weiter lang runter geht, dann kann ich hier den Faden aufnehmen. Guckt mal, wie viel jetzt hier noch davon ist. Ja, und wie viel hier diese roten, das sind alles geparkte Fäden. Jetzt muss ich erstmal den Faden wieder dort parken. Sonst vergesse ich das vielleicht. Wo ist denn die Nadel hier? Also, eins freilassen. Eins, zwei, ins zweite. Eins, zwei und noch eins rüber. So, ich parke meine Fäden. Also ich könnte jetzt loslassen, aber also die Nadel rausziehen, aber ich mache immer noch das halbe Kreuz, damit ich sehe, dass hier das Kreuz beendet wird. Weil ich nämlich manchmal die Angewohnheit habe, von oben oder mal von unten zu kommen mit dem Faden und dann weiß ich immer nicht. Also hier ist dann praktisch. Hier kann ich dann das Kreuz vervollständigen. Ja. Oh, wir haben schon 2,40%. Ja, und wenn ich dann halt das suche, was ich als nächstes nehme, dann sage ich, hier dieses Zeichen möchte ich jetzt gern stecken. Das hatte ich ja hier geparkt. Und dann gucke ich, wo das hier ist. Bei der 110 im zweiten Kästchen und dann suchen wir das mal und gucken mal, ob wir das finden. So, das ist hier. Genau. Und dann 1, 2 von vorne.
Ach, da hatte ich nur halbe gemacht. Schaut mal, guck, ey. Was ich so immer fabriziere. So. Da musste ich ja auch hier aufhören, weil hier das Senakästchen vorbei war. So. Eins. Und das macht dann eben richtig viel Spaß, wenn man dann das andere. Hier ist nur. Wenn man zum anderen Kästchen kommt, zum neuen Kästchen, zum neuen Zehnerkästchen und dann nur den Faden aufnehmen braucht und dann weiter sticken kann. Da habe ich jetzt erstmal eine ganze Menge zu tun. So, eins, zwei. Hier sind drei nebeneinander. Wir gucken uns nachher dann noch mal zum Schluss den Luftballon, wollte ich schon sagen, den Heißluftballon an. Vielleicht kann man schon ein paar Umrisse erkennen. So, das muss ich dann wieder wegstreichen. Und dann geht's lang runter und dann gehe ich rüber und dann gehe ich wieder lang hoch, weil hier zu viele Lücken sind zwischen den einzelnen. So. Genau, eins, zwei, nee, eins nur. Ich bin ja schon zweite. So. Und dann kommt zwei nebeneinander. Hier muss ich aufpassen, weil hier auch ein Faden geparkt ist. Eins. Zwei. Dann sind zwei frei. Eins, zwei. Und dann ja, sind wir schon fast wieder unten. Kommt zwei nebeneinander und der Rest dann nach unten. Eins. Wenn ich dann immer die amerikanischen Sticker sehe, die hier wirklich nur Reihe für Reihe sticken, ne? Also die gehen wirklich immer Reihe vor und zurück und dann, oh nee, da bin ich nicht geduldig. Also die machen das wirklich fertig hier. Die machen dieses. Dann gehen sie hier und hier und dann gehen sie wieder zurück. Na, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Und parken dann halt den Faden, ne? Aber Faden parken, also man findet die Fäden immer, wenn man parkt. So, jetzt gehe ich noch mal mit euch nach unten. Und zwar vier Stück. Eins, zwei. Wir sind also in Indien jetzt zur Zeit hier. Mal gucken, ob ich auch mal sagen kann, dass wir woanders sind.
Also egal, was passiert, ich mache jetzt hier die Lücken zu. So, 1, 2, 3, 4. Dann ist noch eins frei, super. Und dann gehe ich wieder hier zurück nach oben. Und dann ist der Faden auch alle, denke ich mal, wenn ich dann jetzt hier wieder nach oben gehe. Und die Farbe geht natürlich noch weiter nach unten, ne? So, jetzt werden wir mal den Faden hier parken. Dann kann ich dann weiter sticken. So. Das zeige ich euch jetzt noch mal. Ich bin jetzt hier runtergegangen. Nein. Hier, hier und hier. Zack. Und dann bin ich hier hochgegangen. Und das parke ich jetzt hier. So. Und dann seht ihr ja, muss ich nur noch hier lang hochgehen. Und dann können wir mal gucken, wie weit das noch runter geht. Oh ja, das geht nicht mehr weit. Dann hätte ich eigentlich schon hier lang runter und hier so hoch. Naja, nein, 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 nein. Hier ist Schluss. Hier ist die Grenze. So, und jetzt schauen wir mal auf das Vorschaubild. Hier ist der Ballon. Hier oben. Hier oben. Und ich denke mal, ist das schon der Ballon? Was könnte der Ball schon sein? Dass hier die gerade Strecke hier, hier oben die Blume, hier das, ja, hier ist das Grüne. Ja, wir sind am Ballon. Dann kommt das Schwarze und dann kommt die Blume hier. Und das ist hier der Ballon. Oh, den mache ich fertig. Den möchte ich fertig sehen. Ja, also es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Dann kommt ja Indien hier weiter, die Moschee. Und dann fliegen wir weiter mit unserem Ballon in das nächste Land. Oh, wunderschön, freue ich mich. Ja, das war's für heute. Ihr seht das Bild dann, wie weit ich gekommen bin, wenn ich wieder das neue Bild auslose. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Celine.